drauf kommen. Rubisch. Rubisch. Ja, gibt's ja vor um 5 Uhr warten noch was zu trinken. Wenn ich hier weg bin, das macht mich zur Zeit ganz schön wuschig. Bing, bing, bing. So, also, alles auf Sugi gestellt. เขาบอกว่ามีแต่ iPhone นะมี3อย่างเลยโอ้ยน่ารักมากเลยมี3อย่างเลยของหนูมันต้องกระตุ้นไงของหนูมันตกน้ำไงหัวใหญ่จังมี iPhone เนี่ยใส่ยังไงกันโอเคขอบคุณนะคะเสียบกระตุ้นมันหน่อยมันตกน้ำหนูก็จะใส่ในกระสอบเข้าฝั่งในทีนะขอบคุณค่ะแม่เอฟทีเล่นไปมีที่ตัวไปซักเดี๋ยวอัลติคลิปมาคัชเดี๋ยวคลิปที่มาไล่มาคัชจะไปแต่ไม่ทำอะไรเลยช่วยทำแบบนี้ซะDeine komischen Karteien her. Kannst du da alles lesen? Ich muss hier noch so einen Ständer mitnehmen, weil der ist reich. So. Ich werde mal benehmen. Wann kommt das? In 9 Stunden. Drei. Oh, gib mal her. Also alleine. Hallo. Hallo! Die labert irgendwie. Wenn dies kam, Toilettenmann vor Otto. Wie sieht gut? Ja, sieht gut. Sieht gut. In 6 Tagen.
เจ๊บ๊ายบายเป็น6 Tagen aber der bist du nicht hier ja 6 Tagen bist du in Pattaya also wenn man wieder hierher kommt dann hast du dein Skibidibidur aber das ist ja Quatsch die 5 Tage vor Weihnachten was zu schenken. Packen wir es wieder ein. Ja? Happy Christmas. Sippo. 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 Oh, wann nie Sipp? Wann nie Sipp? Sippo. Oh, wann nie Sipp? Ja, ich streite es euch, damit ihr nicht so Leute. Also, Sippo. Weil ihr die Partei ja nicht ja eh. Happy Christmas. Happy Christmas. Ich weiß ganz genau, dass die Oma kein Wort verstanden hat. Und sie steht da. Ich weiß jetzt nicht, wer es verstanden hat, wenn ich sage... Happy Christmas oder Merry Christmas. Foto. Ja, da mach bitte ein Foto. Hier, die Farm, also bin ich ein Schaf oder was? So, einen wunderschönen guten Abend. Also manchmal ist echt nicht leicht. Aber muss ja wirklich nicht sein. Der 5. Tag vor Weihnachten können wir halt zu Weihnachten gehen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin halt der einer der wenigen, die oder der vielen, ich weiß es nicht. Die am 23. los seid, um schnell noch alles zu erledigen. Allerdings ist es natürlich in Thailand auch so, dass wir wie heute diesen Tag gar nicht mitkriegen. Null. Hier ist keiner, der irgendwie eine Kerze oder irgendwas sägt. Die Oma hat ein bisschen hier. Und ein Sonnens, ja. Da will ich mal so sagen, kommt bei dieser Stimmung. Und du unterhalte mich mit den Leuten. Da kannst du nicht hier reinquatschen und Papa und du bist Nummer 1. Also ich habe mich den ganzen Tag um dich gekümmert, wir haben gespielt, ich habe dir das Spiel erklärt, wir haben Stunden gespielt. Und jetzt ist meine Phase, wo ich bitte mit den Leuten unterhalten möchte. Da kannst du mit Oma reden, so wie. Ja, hallo. Wo? Papa, mein Bock, und Oma. Ja, hallo. Ich werde es mir hier runterstellen. Ich glaube, das ist euch lieber. Hä? Streithammel.
So. Also wie gesagt, bei dieser Hitze Grad. Ja, lese ich hier. Ich denke eher 31. Ja, hier kommt da wieder erstmal gar kein Urlaubsfeeling auf. Ich denke auch nicht hier in irgendwelchen Läden, also hier in dem Dorf, irgendwas Weihnachtsartiges gesehen zu haben. Pattaya, Bangkok, das ist klar. Da wird schon aufgebaut, fleißig, aber sonst. Ja. Ja, tut mir leid, ja. Ja, hallo. Ja. Hallo, ja, die Oma ist aber sehr sparsam mit dem Trinken. Aber wir haben diesmal echt vergessen, in der Makro Großeinkauf zu machen, durch die ganze Hektik. Aber ist nicht so schlimm, wir fahren ja morgen weg. Morgen. Um 9:30 werden wir die Oma wegbringen. Ich denke, Zähne werden wir die Oma wegbringen, dann werden wir hier noch ein paar Minuten bleiben, dann fahren wir gemütlich los. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Früher habe ich immer alles vorbereitet, 3 Tage vorher Koffer gepackt. Es ist alles super. Morgen früh um 7:08 geht's los. Wenn Otto versorgt ist, die Oma Karten spielt. Also die Oma steht ja jeden früh auf, macht sich ihr Essen für den Tag. Und dann habe ich Otto weggebracht, beziehungsweise heute nicht. Und dann macht sie mir Frühstück und so spätestens um 8:30, 9 sitzt sie da und spielt Karten. Die muss hier gar nicht um 10 her und anfangen, aber sie möchte gern. Ja gut, in dem Haus ist natürlich nicht unbedingt viel anzufangen. Ich habe ja meinen Computer, damit ist gut, da sitze ich da und arbeite. Aber so ein Stück Vorgarten wäre schon verflucht. So, also es ist Sonntag, 15:41 Uhr. Dann wäre es 9:41 Uhr in Deutschland. Da melden sich die Leute, da gibt mir Oma zu trinken und du willst jetzt einmal was von mir. Das ist mir manchmal zu viel. Ich habe gesagt, ich möchte mich jetzt 1 Stunde mit den Leuten unterhalten. Ich will jetzt kein Spiel runterladen, kein Gemache, kein Nicht, kein gar nicht. Es reicht langsam, Otto. Ja, dann musst du mir sagen, wie dieses Spiel heißt und dann lade ich dir das runter. Dann musst du mir das zeigen. Die Spiele heißt das? Mach mal die, das... So, und jetzt lässt du mich 1 Stunde in Ruhe. Ich möchte jetzt nicht nochmal unterbrochen werden.
mal gucken. Das ist immer das Problem bei mir. Das hatte ich eben als letztes gemacht. Das ist so, also es ist, mach bitte leise. Mach leiser. Bitte etwas leiser. Mein Au, mein Belei. Immer das Bier, Bier, Bier. Bringt jeden Abend ein großes Breitbegleiten, ein Bier. Aber mich stört das nicht, wenn ich hier sitze zwei Stunden und nichts trinke als jetzt. Werde ich mehr Kaffee holen. Das wird es vernünftig sein. Geh mal rüber und holen uns einen Kaffee. Es ist natürlich so, dass hier. Weil alle Teighalle, Bier, Bier, und ja. Ich will gar nicht. Also weil ich natürlich weiß, dass ich den ganzen Tag trinken muss. So übermäßig. Ich trinke am liebsten Radler. Also drei Viertel Sprite und nur ein Viertel Bier. Und das trinke ich so über den Tag. Wenn überhaupt, jetzt wäre ich hier. Der Vater werden wir wahrscheinlich wieder nichts trinken. Na? Es sei denn, wir gehen weg. Also, Grüße gehen raus. Danke für die Bits. Du bist hier Bescheid. Alles schön. Da freue ich mich ja morgen auf das Paket. Ich spreche weg, Alter. Besinn dich nicht mit ihrer Sprache, Herr Bürger, Zwick. Also jetzt. Ich bin ausgefallen. Toll, und du hast kein Auto mehr. Was ist denn mit dir los? Ich lache über, weil du bei Paket gleich wieder helle da bist. Und du willst da rein. Naja, er hat seine Spiele. Hey, da müssen wir immer jetzt was unternehmen, weil. Es wird zu viel mit den Spielen. Wir haben eigentlich alles gemacht, zwei Stunden am Tag. Am Wochenende ein bisschen länger. Aber, ja. Ein Kaffee! Ne? Kaffee? Yeah, yeah! Ne? Mama? Mama? Zeitweise 12 und irgendwo habe ich 15 bezahlt. Da holt sich Papa schnell einen Kaffee, ja? Einen Kaffee? So, dann nehmen wir euch mit. Und zwar so rum. Und dann geht's ab. Also wir sind auf dem Markt, die Stände sind noch nicht ganz aufgebaut. Also hier, ja, die Nette kommt gleich hier. Ich schätze mal, wenn wir zurückkommen, wird der Stand aufgebaut. Kaffee noch zu und Pizza noch zu. Nee, Pizza hat auch schon auf. Aber diese Pizza, die haben das Problem, die schmeckt alles gleich. Und zwar ist das Problem, dass die auf jede Pizza denselben Ketchup drauf machen.
Genau denselben, also auf jede Pizza. Und das, dadurch schmeckt sämtliche Pizza gleich. So, also, hier sind wir hier, ja. Ui, hier ist aber kalt. So, da gehen wir mal in die Kasse. Schöne Mann, dass du heute Zeit. Ich meine aber, ja, alle weg hier. Ich habe gesagt, wir sind beim Aufbauen. Und der Schuh auch. Ja. Wie bitte? Ja, das glaube ich dir aufs Wort, dass du nur gespielt hast und nichts gemacht hast und aus heiterem Himmel deine Oma einen riesen Knüppel genommen und hat dir quer übers Gesicht gezogen. Das glaube ich dir natürlich aufs Wort. Wenn du kein Mist machst, dann schlägt dich auch keiner. Also, oh jawohl, es sind die richtigen Leute bei mir gehabt von Rotz. Die kann man, ne? Ja, ich kann man mal. Was ist, zeig's euch. Oh ja, die Leute warten und die Oma hat geträumt, ja. Jawohl. So. Also ich hoffe, man sieht überhaupt alles richtig, weil ich habe das Display so dunkel gemacht. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich bin jetzt eine Woche drüben. Ich weiß nicht, wo du hinfährst. Aber jetzt kommt ja die Zeit, wo ich ständig drüben bin. Jetzt können wir aber ausmalen, das sehe ich doch viel besser. Jawohl, das ist ja perfekt. Also bei mir ist zurzeit alles super. Graf von Rotz. Ja. Ich freue mich wie voll auf morgen. Morgen um 10 Uhr fahren wir los. Fahren wir nach Pattaya rüber. Oh, eine Woche. Yuppie, yuppie, yay. Bratwurst braten, Freunde treffen. Es ist volles Programm.
ich habe eigentlich ein bisschen Angst. Das ist gar nicht zum Film hochladen kommen, weil das wird wahrscheinlich, ist die Woche schon wieder irgendwie zu wenig für mich. Aber es ist auch normal, es wird wahrscheinlich erstmal so sich rauskristallisieren, dass die meisten Mitte Dezember, ich schätze mal bis Mitte Februar, also vorher war die Saison von Anfang November. Aber ich schätze, im Februar werden nicht mehr ganz so viele kommen, obwohl es im Februar eben noch schön ist. So. Mama. Ja. Ich bin doch nicht hier. Ja, da kann ich nichts dafür, dass da nichts stimmt. Ist gerade nicht mein Spiel. Was hast du denn? Ich weiß nicht, Udo. Ein Stopp! Jetzt weiter! Nein! Nein, jetzt wirklich! Habt ihr den Handel? Stopp! Und dann fängt es mal an, dass ich schnell sein. Muss mal leiser machen. Udo, ich hab dir eben gesagt, ich möchte eine Stunde mit den Leuten reden und jetzt lass mich mit deinem Spiel in Ruhe. Ich will einfach nicht mehr. Er hat sich, wer kennt das, der Clash of Clans runtergeladen und... eine Katastrophe. Eigentlich sitze ich nur da. Also er spielt und ich sitze im Schnellredemodus da und erkläre ihm ganz schnell, wie es geht, weil er so schnell drückt, dass ich mit Erklärung nicht hinterherkomme. Ja. Und dann habe ich gesagt, drücke ja nicht auf diese grünen Diamanten. Da hat er 250 Stück gehabt, guckst 10 Minuten später, da gar keine mehr. Er kann eigentlich aufhören mit dem Spiel. Ja, wir wollten eigentlich heute auch noch den Supercell-ID und Apple-ID an Google anschaffen. Aber das ist ein ganz schönes Problem. Wenn du auf angemeldeten Gerät nachher wieder das alles ändern willst, günstig ist eigentlich, ja, wie in meinem Fall, ein bisschen was muss ich drauf lassen, ein bisschen was kann ich runterschmeißen, aber werden wir sehen. Ich denke mal, ich werde Ihnen so und so eben einen thailändischen Apple Store anmelden. Das wird günstig zu sein. So, geht's langsam los hier? Ja, die rollen alle auf. Langsam geht das Marktgetreibe los. Wie ein Joker. Hä? Immer wieder. Vier Pakete Milch. Und immer wieder will die Mutter ihnen 7, 8, 9 Pakete geben. Das ist echt, die mit der Teil verheiratet sind bestimmt genauso. Es ist täglicher Kampf, immer wieder zu sagen, nein, das Kind darf nur 4 Pakete. Also eigentlich laut Internet nur 3. Jetzt habe ich schon gesagt, gut 4. Ich glaube, die Mutter wird die nur von Milch ernähren, von früh bis abend. Das Problem ist natürlich, dass man dass der Körper die Eigenproduktion für Kalk einstellt. Kalzium. Was gut für den Knochenaufbau ist. Ja. Wenn du nur ein Thai machen will, sollte jetzt eigentlich schon noch weniger Milch trinken. Weil es jetzt hergestellt ist, ist es immer besser, wie von außen zugeführt ist.
schon. Das sind so unsere kleinen Spiele. Also bei uns ist es so, wir lachen ja den ganzen Tag eigentlich. Also wenn er wieder nicht hört. Eine Stunde Ruhe. Haben wir gesagt oder nicht? Hä? So Leute, also. Ich krieg hier einen proportionösen Pubertätspickel. Ja, was soll ich da sagen mit 49? Ich fühle mich eben noch jung. Und dann kriege ich meinen Pubertätspickel. Solange Auto noch keine kriegt, ist alles im grünen Bereich. Also wir haben hier drüben bei der Tante, diese Schnellfickerhöschen hier. Hier, zack, kein Schlüpper und Gummi. Ich schwöre euch, die beste Hose, um abends in die Bar zu gehen und um mit sich Mädels zu unterhalten. Ihr werdet es alle probiert. Leicht, rein, schlüpfrig, super, perfekt. Und dann haben wir, hat sie mir die Oma das letzte Mal hier so eine Hose gekauft mit Gummi. Ich war aber nicht da und dann sind wir nach Hause und probiert, da war sie zu klein. Und dann haben sie mir. Und du, ich habe jetzt wirklich 3-4 Mal gesagt, ich möchte jetzt eine Stunde meine Ruhe haben. Könntest du die mir bitte gönnen? Nee, es interessiert mich nicht. Ich habe den ganzen Tag mit dir gespielt, von heute früh um 7. Ich habe sogar Mittagsschlaf mit dir gemacht. Jetzt möchte ich eine Stunde mit den Leuten hier reden. Okay? Ich will nicht mal come down. Da glaub ich gleich, gell? Ich hab da... Allein. Nein. Wisst ihr, was ich mir jetzt gebe? Also sind 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nee. Das ist Songlei. Ching Ching. Songlei. So. Ah! Mario, Mario, lag mehr. Ich bin nun Leute. Ching Ching. Ich glaube, ich habe nicht so ein gutes Geschäft gemacht. Lass mich bitte nur eins. Bett. Oh, da ist vier Bad gut gemacht. Ui. Ja. Besser wie nicht.
Ist egal, ist ja eh nur Geigel. Wir geigeln ja ein ganzer Ich, Otto. Ich sag jetzt wirklich innerhalb von 5 Minuten. Jetzt sage ich dir, lass mich bitte mit den Leuten reden und machen. Also ich habe echt gute Laune, wir geigeln, machen, tun, aber es gibt einen Punkt am Tag, wo ich einfach meine Ruhe möchte. Und das ist jetzt, bitte. Du hast ein Telefon, du kannst gucken, du kannst spielen, du kannst mit deiner Oma, du kannst mit deinem Kumpel spielen, du kannst dahin gehen zum Schuhmann für die Hosenfrauen, aber ich möchte jetzt meine Ruhe. Okay, Mai? Gut. Ich würde gerne hier noch in 20 Minuten machen. Also ich würde schon länger machen, aber die erste Stunde würde ich mal gerne hochladen. Auf YouTube vielleicht. Aber irgendwie ist es manchmal mit Otto ganz schön anstrengend. Es ist natürlich so, ich freue mich, wenn der mich wissbegierig und fragt. Das gehört jetzt schon sofort an, ist das Allerwichtigste. Aber wie gesagt, ich brauche mal kurz irgendwie nur, dass man an was anderes denkt und nicht nur an Spiele, machen und tun. Skippy-Dippy-Doo, Spider-Man, Hulk, Wacky-Hacky, Lomax, boah, das wird mir alles zu viel. Ne? Ich habe ja nichts gegen andere YouTuber, aber der Lomax heißt der, oh, der hat so eine kindliche, laute Stimme. Und da schreit er ins Spiel. Die guckt das ja gerne, der spielt Minecraft und... Naja, das andere ist ja auch noch mal Geld kostet. Aber das können wir ja erst machen, wenn wir im thailändischen Store drin sind. Und das weiß ich nicht genau, ob es geht. Weil ich habe mich ja in dem Store schon vor 14 Jahren angemeldet und da gab es dieses Google Pay oder Apple Pay oder Wallet nicht. Und jetzt wollte ich für ihn eine Kinder-ID machen. Und da sollte ich meine Karte eingeben von der Bank und die nimmt an sich kein Lesegerät, weil auf dieser Karte nicht mein Name draufsteht, sondern Privileg-Member. Und dadurch müsste ich jetzt erst wieder auf die Bank und müsste das alles freischalten lassen. Ich weiß nur, das war damals ganz schön, sag mal, ein riesengroßes Gezerre mit der Bank da drinnen. Die hat immer auf Teil mit meiner Frau gesprochen, meine Frau hat es mir wieder gesagt und dann hin und her. Und das war, da haben wir bestimmt eine Stunde in der Bank gesessen, nur um die Karte für Internet wie Lazada, AliExpress freizuschalten. Jetzt, wo es eingestellt ist, natürlich super, geht also. Also ist, man muss natürlich sagen, ich habe ja zwei Banken. Auf der einen habe ich null Probleme. Null. Das kann ich auch nicht erklären. Da bin ich hin, habe die Karte verifizieren lassen und alles für einen Einkauf. Das hat die alles alleine gemacht. Ding, 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 klatsch. Und bei der anderen Bank gibt es immer Probleme. Auf der anderen Bank bin ich schon mal vor Corona mit 30.000 Baht rein. Da habe die hingelegt, aber ich möchte einzahlen. Und die gute Tante zu mir sagt, gut 20.000. Boah, da ist gleich ein Brüller losgelassen. Stopp hier. Also stopp. Da ist das Geld und da bleibt es liegen, habe ich gesagt. Und jetzt kommt einer, der das nachzählen soll.
Und da hat es nochmal gezählt und hat gesagt, sorry hier. Das ist nicht mal schnell um 10.000 gezählt. Aber allerdings habe ich auch schon mal 1.000 plus auf der Bank gemacht. Unvorstellbar. Aber er hört wieder. Ich glaube, der kommt in eine Phase, wo ich einiges immer zweimal, dreimal, viermal sagen muss. Aber die geht wieder und es ist gut. So. Also ihr seht, es geht langsam los, das Marktgetreibe. Das sind Dampfsachen, Eis ist auch sehr lecker. Aber seht ihr das altes, sie hat ein Hemd, einen dicken Rock an, sie hat auch ein dickes Hemd, sie hat eine dicke Jacke an, er hat eine dicke Jacke an. Ich gehe bei dir kaputt vor Hitze. Und die Verkäuferin, die jetzt hier mal alle zwei eigentlich. Ich glaube, dass die von der Regenbogenseite sind, aber das ist mir völlig schnurz. Aber die haben, bei der einen habe ich einmal gesehen, dass sie keine Maske anhatte, ganz kurz nur. Das sind die immer mit Maske unterwegs. Auch wenn die dann hier, stellen die sich hier die Stühle her und sitzen alleine, immer Maske. Die Hose, ich weiß nicht, ich will dir unbedingt die Hose kaufen. Ich habe doch noch eine nagelneue zu Hause, genau dir. Ja, ja, mir, die Bahn, meine, Sampion, die Leo, bei Gangai. Oh, Gang-Gang. Sorry, verwechselt sie mal. Lin-Mai? Ja, ist ja wieder eingefallen. Also ich habe gerade zu ihr auf Teig gesagt, wir haben da hier vor 3 Monaten eine Hose gekauft. Klapp, Bangkok. Du, okay? Ich weiß gar nicht, wo ich die habe, weil ich... Ich mag keine Gürtel und Knöpfe und ich hab's ja vorhin schon mal gesagt. Papa. Mein Schnellficker. Papa, wenn ich mir das nicht mehr kann, dann ja, weil ich ihm ja, die unterhalten sich gerade. Warum Otto immer Papa brüllt und nicht Oma. Ja, das ist etwas, ich schwer verständlich für die Thais. Weil das in Thailand eigentlich nicht üblich ist, dass der Papa aufpasst. Ich denke eigentlich, was üblich wäre, dass die Großeltern aufpassen, die Frau geht arbeiten und der Papa geht saufen. Das wäre üblich. Aber nicht überall. Es gibt Riesenausnahmen. Ihr wisst es. Das Problem, was ich hier sehe bei Otto, dass ich an sich, ja auch früh, wenn die Oma eine Stunde Zeit hat, die spielt ja nicht mit Otto oder macht was mit Otto, die setzt sich hin und spielt Karten alleine. Und wenn Otto kommt, dann drückt sie den Spielzeug in die Hand oder das Telefon. Das war's. Ja, weil sie nur ihre Karten spielen will, alleine.
กันหมดหาใหม่ก็ออกกันหมดก็ออกไปแล้วออกไปหมดออกเนี่ยตั้งแต่แต่ bestimmt auch mal interessant zu sehen wenn also nur von Teich aufgezogen wird oder wenn die Kinder wären, die von Phalanx großgezogen werden. Bạn nhớ mấy gặp lỡ. Also davon auszugehen, dass jeder Ausländer zu viel Initiative in sein Kind steckt, wie ich. Ne? Deswegen muss ich euch ehrlich sagen, ich verstehe manchmal so Aussagen nicht wie, ja, geh da arbeiten, da kannst du dein Kind was kaufen. Ich weiß nicht, für mich ist es so, was hilft dem Kind mehr? Wenn ich den ganzen Tag nicht da bin und ihm Geld hinlege oder wenn ich den ganzen Tag bin und wir nicht Geld haben? Was ist das Beste für Otto? Ich gehe davon aus, es ist besser für Otto, wenn ich zu Hause bin. Ja. Das vergeht keine Minute, wo du nicht hier. Das ist also meine ersehnte eine Stunde Ruhe. Ja. Du hast Roblox spielen. Nee, ich möchte das nicht sehen, weil ich habe es deiner Oma heute versucht zu erklären. Nein. Bitte nicht, ich möchte die Spiele nicht sehen, die interessieren mich nicht. Ich mag echt keine Spiele. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich mag das nicht. Ich persönlich finde es jetzt, ich habe früher auch immer mal gezockt, aber ich mache jetzt lieber andere Sachen, als vor dem Computer 10 Stunden zu sitzen. Was ich früher natürlich gemacht habe. Aber ich würde sagen, die Prioritäten ändern sich halt. Ich habe in den letzten Jahren immer nur ein Spiel gespielt, das war Clash of Clans. Das spiele ich eigentlich schon seit 9 Jahren, ich glaube 11 Jahre sind die alt. Und bin auch sehr, sehr hoch, aber um weiterspielen, um noch weiter zu kommen, müsste ich pro Tag mindestens 1 Stunde bis 1,5 Stunden dieses Spiel spielen. Und das sage ich euch ganz ehrlich, diese Zeit habe ich nicht mehr. Ich war jetzt schon ein halbes Jahr gar nicht drin. Also heute war ich kurz drin, weil ja, ich habe, ist egal, ja, ich weiß nicht, wer sich da auskennt. Ich habe da Auto Clan angemeldet. Da bin ich kurz rein, bin auch in dem Clan, um den Leuten das zu erklären, dass Otto erst 5 Jahre ist. Und sie sollen doch ein bisschen Mitleid haben, wenn er nicht gleich reagiert, oder? Ui. So, geht das Marktgetreibe jetzt langsam los. Der Kaffeestand ist auch schon da. Haben sie alle offen. Ich habe da Oma nur, ich gehe davon aus, sogar wegen dem Samsung-Telefon das Otto sich ein Spiel runtergeladen hat, wo ich jeden Tag 10 Watt bezahlt habe. Und was natürlich sehr, sehr komisch ist, sehr eigenartig, ich kriege auf mein iPhone ständig Werbung. Ich kriege alleine von Truhe am Tag 8 oder 9 Werbung.
Jetzt, dasselbe habe ich ja auf dem Samsung gekriegt. Jetzt war ich mit, doch vor ein paar Monaten mit dem iPhone im Laden, also ob sie das abstellen können. Nein, das geht nicht. Jetzt war ich mit dem Samsung und dann haben sie es mir freiwillig abgestellt. Jetzt kriege ich keine SMS, gar nichts mehr. Nur von AIS die eine, wann ich bezahlen muss und wann ich bezahlt habe. Also es ist schon manchmal, wie soll ich mich ausdrücken? Ich bin das gewohnt, wenn ich in den Laden reinkomme, dass der Verkäufer auch ehrlich zu mir ist. Ne? Dass er zum Beispiel sagt, ja, das kann man machen, aber ich weiß nicht, wie es geht. Super. Dann weiß ich, es geht und probiere es selber. Aber wenn man natürlich sofort zu mir sagt, das geht nicht, das geht vom Internetanbieter nicht, das geht nicht. Und ich dann das natürlich, sage ich mal, bei YouTube dann erzähle, ja, das immer rauszufiltern bei den Thailändern, ob das nun die Wahrheit entspricht oder nicht, ist ganz schön schwierig. Also ganz ehrlich, Leute. Puh. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es geht, aber entweder hat die Dame damals keine Lust gehabt oder... Mario, du hast eine Frau. Okay. Ob die keine Lust hatte oder das nicht konnte, das ist eben immer schwierig für mich. Ich bin aber eigentlich der Typ, der dann jedes Mal in das Ding reingeht, sind ja immer neue Verkäufer da und jedes Mal fragt, bis vielleicht mal eine sagt, ja, es geht. Aber mir eigentlich schon das genüge schon eigentlich. So. Yeah. Also, wunderschönen zweiten Advent an alle Rot-Weiß-Fans und an den Rest der Welt. Hier kommt unser Schlagerstar. Und der macht nachher Musik. Da steht er da mit der Gitarre, aber es ist nicht sehenswert. Ich muss mal wieder hier anmachen, ich habe die ganzen Antworten verpatzt. Gut. Ja, ich will nicht mehr so lange machen. Also das wird ja eh hochgeladen, wahrscheinlich auf YouTube, ich weiß es nicht. Du hast da ein Spiel gespielt, das hast du ja gerne gespielt. Das muss mal gucken. Das gibt es garantiert auch. Ich denke mal, die Spiele werden so ziemlich gleich sein auf Google Play. Was gibt es noch alles? Samsung Store, Apple Store, Google Play. Oder? So. Ist also, dass die hier an für sich keinen Tag frei machen. Die arbeiten ja 7 Tage die Woche durch. Das ist natürlich für uns gerade schwer. Wir würden die Oma ja gerne mal ein paar Tage mitnehmen, aber die will hier bleiben. Aber ich glaube, die Oma macht das auch gerne. Also die hat ja
viele, viele Jahre auf dem Reisfeld gearbeitet. Und dann hatten sie eine Gurkenfarm und eine Bohnenfarm. Also es ist ganz ehrlich, ich habe da ein paar Mal mitgeholfen. So. Wir hatten so einen großen Stiel, da war ein Topf dran und dann haben die das immer das Wasser stundenlang. Und dann haben sie die geerntet, erst nach Hause, dann sortiert. Und da gab es nicht sehr viel Geld dafür. Und dann hat die natürlich bei mir in der Bar angefangen, da war sie Chefin. Also Mama San, obwohl manche vorbeigekommen sind, da haben sie schnell fotografiert und haben dann ins Internet reingesetzt, so ungefähr, ja, die Damen an der Bar werden ja immer älter. Ja, bei Facebook war das, aber nicht nur einmal. Aber ja. Ich habe es euch gestern vorgespielt, Mario Barth. Schwarze Mamba 87 oder was es war. Geht bei YouTube rein und guckt nach. Und da war Mario Barth bei Riverboot oder irgendwas. Es geht ja nur 2-3 Minuten. Ich habe es den Leuten gestern vorgespielt. Super. Und wenn sieht man ihn hier, unseren Superstar. Ja, ne? Hier. Da. Können wir hier. Wo ist er hin? Ja, geht nicht. Mit dem Telefon wird es ein bisschen schwierig. Was? Ja. Es ist eine Stunde rum. Jetzt ist, können wir uns. Lassen wir noch. 3-4 Minuten, ja, dann haben wir ja eine Stunde voll, dann kann ich Bescheid sagen, dann kann ich abmoderieren und dann können wir uns wieder unterhalten, dann können wir wieder Geige machen. Ist nur so, dass wenn ich ehrlich zugeben muss, dass es für mich ganz schön schwierig ist. Im Prinzip ist ja so, ich habe zwei Kinder erzogen, aus denen ist super was geworden. Und ja, dann habe ich theoretisch auch praktisch 20 Jahre allein gelebt. Und da schleichen sich natürlich mächtige Schimpfwörter ein, die man so auf die kurze Zeit, wie ich jetzt mit ihm manchmal gar nicht ablegen kann. Meistens kriege ich es erst mit, wenn es zu spät ist. Oder wenn er irgendwie reagiert. Er kennt das, wenn du im Auto sitzt, ist er so ein Arschloch. Ja, das sind Wörter, die der genau hört. Und dann irgendwann wieder gibt es das Gute, was wir jetzt haben. Vielleicht, dass es kein Thailänder versteht. Aber ich müsste echt mal an mir arbeiten. Wie gesagt, man hat so gewisse Konflikte und macht gewisse Sachen so und so. Und, Oma will die. Ja, guck mal, der Kleine an. Das ist dann der immer abhaut. Ja, den haben wir da neulich irgendwo aufgenommen. Der hat dich einen Arm gebissen. Ja, was macht die Oma? Da frierst du. Ja, warum macht denn das? Willst du die Decke haben? Die ist okay, ja. Na gut, da sieht man wenigstens deine dreckigen Füße nicht. So, in dem Sinne würde ich sagen, in dem Sinn würde ich sagen, wenn euch meine Movies gefallen, gerne Abo da lassen. Wenn ihr wissen wollt, wenn ich online komme, Glocke betätigen und werdet alle glücklich.
Klappe! Da, 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 jetzt bin ich für euch da. So. Sonntagnachmittag, jawohl. Ein wunderschönen Nachmittag, Beck. So, man kann das sein, dass das eigentlich scheißegal ist, ob ich das hell oder dunkel mache. Es frisst Batterie wie leck mich am. Ich hab's eben gesagt. Ja, ich freue mich nur noch auf morgen. Und mal sehen, wie wir es machen morgen. Ich werde mich vielleicht wieder verkleiden und den Stream werden wir erst später anmachen. Weil ich weiß nicht, ob das immer, also vielleicht nehme ich euch mit bis hin. Aber ich weiß nicht, ob das, also da kommt ja ein sehr guter Freund und noch jemand, jetzt weiß ich echt nicht, ob das den Leuten immer so angenehm ist, wenn ich da die überfalle mit der Kamera. Ich habe das mal bei Otto gemerkt, wo ich Otto geholt habe. Und die Kamera anhatte, da bin ich extra nach Bangkok, hab den geholt mit der Kamera zurück. Ja klar, er freut sich, dass er mich sieht nach 3 Tagen. Und das einzige Problem, was ich habe, mit der Kamera rumzurennen. Also, da werden wir sie hin anmachen und dort werden wir sie ausmachen. Da werde ich die Leute fragen. Das ist mir, glaube ich, lieber. So, 16.31 Uhr. Und 50%, ey, das war, die war doch voll, die Batterie. Und normalerweise, das kostet 0 Strom. Jetzt habe ich schon extra hier angemacht, das kann ich mir aussparen. Naja. Ich sag mal so, also ich verdiene schon so viel Geld, dass ich die Geräte noch aufladen kann. Kein Problem. Wenn ich weg, da kann ich da heller mal. Ich sehe mich kaum mehr. Mann. Wenn der jetzt wegdeckt, muss ich noch mal irgendwo rumstellen. Oder er hält. Der Gimbal ist gut. Dann bin ich wieder perfekt eingestellt.